begrüßen Sie mir bitte Falko Wilms. Ja, kleine Korrektur noch zu meiner Einleitung. Mein Thema lautet nicht das Ende der analogen Kommunikation, sondern das Thema lautet das Ende der analogen Kommunikation. Fragezeichen, stimmt, Entschuldigung. Antwort in Nein, ah, denn es geht mir um den Menschen und die Menschen sind so herrlich nicht analog. Wie ich das einschätze, sind sie auch Freunde der analogen Kommunikation, denn sie sind nicht digital zugeschaltet, sie sind analog dabei. Finde ich gut. Ein erster Hinweis, dass die analoge Kommunikation nicht vor ihrem Ende steht, sondern jetzt erst wirklich zum Tragen kommt. Denn die Digitalisierung, die digitale Transformation ist so groß, dass viele von uns die Stärken des Analogen übersehen. Und das muss nicht so bleiben. Und deshalb bin ich hier. Ich bin Hochschullehrer, mache ganz tolle Sachen, habe auch viele Wikiversity-Homepages und Kursseiten und Podcasts und digital bis zum geht nicht mehr. Und das Zentrale ist die analoge Begegnung. Ich hätte es nie gedacht, das sagen zu müssen. Markus, bitte nicht zuhören. Ich hatte mal einen Kurs mit Studierenden, da saßen wir mit 25 Leuten im Kreis und wir hatten eine Aufgabe, wir wollten gemeinsam denken. Und die Aufgabe war, zu sitzen und zu atmen. Nach 3 meiner Atemzüge hat der Erste ins Handy gegriffen und konnte nicht die Gedanken sammeln. Das muss nicht so bleiben. Ich lege jetzt los. Viele Leute glauben, Organisationen sind starre Strukturen mit Statiken und Stahlträgern und Strukturen hoch und runter, rechts und quer, Matrix, wie auch immer. Ich glaube, das ist eine gute Analogie für eine Organisation. Organisationen, so glaube ich, mit einigen anderen auch, Organisationen bestehen im Kern aus Kommunikationen. Die Kommunikationen haben miteinander zu tun oder auch nicht. Wenn sie miteinander zu tun haben, aufeinander verweisen, dann wird Resonanz erzeugt, Wirkung erzeugt. Ich weiß nicht, wie es gewesen war, Markus, aber du hast doch garantiert das eine oder andere Gespräch geführt, damit die Wirkung so aussehen kann, oder? Mehr als ein Gespräch? Ein leises Lächeln? Ja, genau. Organisationen bestehen aus Kommunikationen, insbesondere Kommunikationen in und über Entscheidungen. Und wenn man Wirkung erzielen will, braucht man Resonanz. Resonanz nachglühen, haben wir eben gesehen, nachglühen, wie es weitergehen kann. Und das wird sich dann verkrusten zu Entscheidungen, zu Tätigkeiten. Nun ist es so, die meisten Kommunikationen sind so wie wir jetzt. Ich rede, Sie machen irgendwas und tun so, als ob Sie zuhören. Danach vielleicht umgekehrt. Und die Digitalisierung sagt, Mensch, Falko, nimm mich, nimm die digitale Transformation und du wirst deine Resonanzmöglichkeiten erweitern bis zum Abbrechen. Die Welt steht dir offen. Und dann sage ich, ja. Und welche Resonanz davon ist tragfähig? Welche kann ich wirklich für mich anklingen lassen und zu Aktivitäten erschallen lassen? Das ist nicht die Welt. Ich komme aus Bremen, lebe in Vorarlberg, aber mit Nairobi habe ich keine Resonanz, obwohl da bestimmt auch sehr intelligente Menschen leben. Analoge Kommunikation, digitale Kommunikation. Da gibt es vieles zu sagen und anknüpfen an meinen Vorredner kann ich sagen, wenn man gemeinsam etwas entwickeln möchte, dann bitte, bitte die Analogie, die analoge Kommunikation beherzigen. Wie komme ich da drauf? Der Richard David Brecht hat am Anfang gesagt, es gibt die messbare Welt und die Welt. Ich glaube, die Digitalisierung stürzt sich total auf die messbare Welt, was gut und schön ist. Aber es gibt auch noch die Welt. Digitale Kommunikation ist sehr punktgenau technikgetrieben und versucht so stark wie möglich die Dinge festzuhalten. Die analoge Kommunikation ist eher Direktkontakt, unvermittelt, keine Technik, kein Strom, Begegnung und sie ist sinnerfassend. Dafür allerdings mehrdeutig und nicht so leicht zu kopieren. Nun, hört sich alles gut an, ich mache ein praktisches Beispiel. Wir haben hier, wenn es denn kommt, kommt es?
Hier. Wer von uns hat eine direkte Erfahrung im Beisein von einem Lagerfeuer? Mal Hand hoch. Hat das ja jemand erlebt? Aha, der eine oder andere. Analoge Kommunikation. Wenn Sie sich daran erinnern, was Sie erlebt haben beim Lagerfeuer. Die Anmutung des Ortes, die Umgebung schlechthin, die Leute, die Gerüche, der Ruß, eventuell alkoholische Getränke, eventuell Spätwirkungen. Und versuchen Sie mal, sich daran zu erinnern, wie die wohlige Wärme von dem Lagerfeuer so auf Sie gewirkt hat. Ich halte jede Wette, niemand von Ihnen hat digital punktgenau erfasst, welchen Wärmewert Sie haben. Das kann man tun und mit unterschiedlichen Bereichen. Wobei bei der Digitalisierung gibt es oft abgestufte Wertebereiche, die man nicht verlassen kann. In der erlebbaren Welt gibt es auch die nicht messbare Welt dabei. Wenn Sie sich daran erinnern, beim Lagerfeuer, haben Sie vielleicht einen leichten Geruch in der Nase, die Digitalisierung, jedenfalls dieses Gerät, nicht messen kann. Okay, Digitalisierung punktgenau, wiederholbar, messbar, menschliche Erfahrung, menschliches Erleben, menschliches Erinnern, analog. Analog, sinnerfassend, das Gesamte zuerst sehen. Und das passiert wahrscheinlich im menschlichen Hirn, nicht nur, aber auch da. Und Sie brauchen keine Angst haben, das menschliche Hirn ist nicht so schlimm, Sie haben alle eins dabei und das meiste funktioniert. Schön. Aber wie funktioniert's? Dazu sage ich noch was. Jo. Menschen konstruieren die Bedeutung von Worten im Hirn. Und das machen sie persönlich individuell. Man spricht da auch von kognitiver Simulation. Ich kann Ihnen viel erzählen, wir machen mal einen kleinen Test. Versuchen Sie mal, obwohl ich sehr schön bin, versuchen Sie mal die Augen zu schließen, durch die Nase zu atmen und denken Sie an Zimt. Was für einen Geschmack hatten Sie auf der Zunge? Wahrscheinlich wenig, aber in der Nase haben Sie ein Gefühl, ein analoges Gefühl für Zimt. Ihnen freut's. Jetzt nochmal, versuchen Sie mal die Augen zu schließen, durch die Nase zu atmen und denken Sie an Salz. Welchen Geruch haben Sie? Na, null. Genau. Das Hirn springt an auf Worte und konstruiert das, was Sie erinnern, durch Erfahrung, analoge Erfahrung. Das sind persönliche Erinnerungen, meistens Körpererfahrungen. Zum Beispiel zu viel Salz hat Folgen. Zu dicht ans Feuer hat es Folgen. Körpererfahrungen sind analog. Das bedeutet, dass objektive Daten und Fakten persönlich Bedeutung erlangen. Objektive Fakten haben eine persönliche Bedeutung und führen zu persönlichen Entscheidungen mit Verantwortung. Die Kommunikation prägt eine Organisation. Insbesondere wenn man kulturübergreifend, abteilungsübergreifend, fachübergreifend, irgendwie transdisziplinär zusammenarbeiten will. Kommunikation ist entscheidend. Und die Fachhochschule Vorarlberg nimmt darauf stark Rücksicht und hat in seinem Fachbereich Wirtschaft darauf Rücksicht genommen und sagt, wir brauchen ein grundsätzliches Modell, das das auch rausstellt. Wir machen Betriebswirtschaft und stellen Kommunikation nach vorne. Kommunikation ist wichtig und die Kommunikation wird ergänzt mit der Bedeutungszuordnung, Sense-Making. Auf dem Weg dahin muss ich noch einstreuen, wir haben hier das dämliche Sender-Empfänger-Modell, das Sie hoffentlich gleich wieder vergessen werden. Diese Sinnorientierung beim Lagerfeuer, diese Sinnorientierung hat das übliche Modell zum Darstellen von Kommunikation zwischen Menschen überhaupt nicht. Nullo, niente, zero, nada, nothing. Da tut man so, als ob ein Sender eine Botschaft durch den Kanal schickt und der Empfänger muss es entschlüsseln. Und wenn ich das ganz toll verschlüssel und du Empfänger das einfach nicht verstehst, worum es geht, dann bist halt doof. Fertig.
Wie sehr das Modell daneben ist, wenn man es auf Menschen übertragen möchte, sehen Sie an der Idee von Information, die da drin steckt. Kommen wir gleich zu. Das eigentliche Modell zeigt ganz deutlich, es geht hier um Datenübertragung. Es geht darum, dass Daten, damals noch funkmäßig, zu einem Funkempfänger geschoben werden mit einer Komposition von technischen Geräten. Oben, oben haben wir es hier, Daten. Es geht um Datenkorrektur. Die Idee ist, eine Signalfolge soll von hier nach hier, eine Signalfolge aus einer abgegrenzten Menge von Signalen. Und das ist bei Kommunikation schon mal schwierig. Denken Sie an Watzlawicks berühmten Satz, wo ist der Unterschied zwischen Chaos und Konsequenz? Chaos heißt heute so und morgen so. Und Konsequenz heißt heute so und morgen so. Schauen wir uns an, was hat dieses Modell für eine Idee von Information? Ich lese es nicht vor und Sie können vielleicht erkennen, da geht es um Logarithmen und Eintrittswahrscheinlichkeiten einer Datenmenge, die wohlgeordnet und gut abgrenzbar ist. Also Wärmewert am Lagerfeuer ermitteln. Das ist schön, aber vergessen Sie das. Menschen denken analog, mehrheitlich. Menschen erinnern sich an Gesamtheiten. Wenn Sie menschliche Erinnerungen anschauen, kann man zeigen in der Neurobiologie, dass Menschen erinnern sich zunächst hauptsächlich an die Anmutung des Ortes. Wenn ich Sie übermorgen frage, was hat der Falco erzählt, werden Sie wahrscheinlich was über die Räumlichkeiten erzählen. Danach wird ihm was einfallen über die Personen und die Stimmen. Und erst in dritter Linie irgendwas Inhaltliches. Wenn Sie ein Mensch sind und kein Monster. Wenn Sie ein Mensch sind, dann erinnern Sie sich analog. Und was heißt das für die Bildung von Resonanz? Je punktgenauer Sie vorgehen, desto wahrscheinlicher ist ein Nichttreffen des anderen Punktgenauen. Wenn Sie aber analog bleiben, können Sie das analogische Feld des anderen viel besser treffen, viel wahrscheinlicher. Sowas in der Art hatten wir auch mal besprochen, ich weiß nicht, wann das vor 3 Jahren oder was, haben wir dieses Modell eingeführt, das Modell der BWL, das sagt, Kommunikation ist wichtig. Und was wichtig ist, ist nicht nur die Kommunikation, sondern auch Worte und ihre Bedeutung. Und es gibt ein BWL-Modell, das darauf stark rezipiert. Und das ist das aktuelle Modell aus St. Gallen, das St. Galler Management-Modell. Das gibt es ein schönes Buch, bitte nicht kaufen. Nicht kaufen. Niente. Im Juni gibt es eine deutlich erweiterte 4. Auflage, dann zuschlagen. Und die Wirtschaft ankurbeln. Nun, worum geht's? Es wird Rücksicht genommen, dass menschliche Denken funktioniert nicht punktgenau. Das menschliche Denken funktioniert in Analogien. Zum Beispiel, Sie können sich erinnern, Lagerfeuer, Knister, Knister. Und wenn es aber in Analogien geht, dann ist es auch so, dass Bedeutungen mitschwingen, die nicht gesagt oder beschrieben wurden. Und noch schlimmer, Sie bedenken einiges und das, was Sie bedenken, fußt darauf, dass Sie vorher schon mal was gedacht haben, zum Beispiel für die Arbeitgeber unter uns. Lohnobergrenze, das heißt, hier spielt die Musik. Und die Gewerkschaft sagt, Mindestlohn, hier spielt die Musik. Was Sie auch immer sagen, das semantische Feld, also der Bedeutungshof, die Menge der Möglichkeiten, schwingt immer mit. Deswegen sind Missverständnisse in der Kommunikation auch die absolute Regel. Es muss so sein. Denn Erinnerungen sind individuell, sind abhängig von der einzelnen Biografie. Auch bei objektiven Daten. So, jetzt. Bei dem St. Galler Management Modell geht es stark um Kommunikation und da teilt man die Kommunikationen ein in 3 Kategorien, also als Denkschubladen, Rubriken. Das eine sagt, die Umwelt
einer Organisation ist top wichtig. Umwelt ist, ich denke drüber nach, denke so ein bisschen drüber nach und spreche über das, was ich an Ressourcen brauche, um interne gute Wertschöpfung hinzubekommen. Unsere Gespräche über oder mit Repräsentanten von solchen Ressourcen, das ist in dem Modell das so dargestellte Umfeld, die Umwelt. Die Umwelt als Ressourcenkonfiguration. Und da Denken und Sprechen hoffentlich irgendwie zusammengehört und das Denken eben nicht so zahlenfixiert ist bei den meisten, sondern eher bebildert, zum Beispiel, was sind gute Ansprechpartner, was sind vertrauensfördernde Maßnahmen? Wenn Sie das ernst nehmen, dann kommen Sie drauf, nur das, was Sie bedenken und besprechen als Umwelt, das ist die Umwelt. Denn was Sie nicht besprechen und nicht bedenken, kann im Miteinander keine Resonanz bewirken, keine Taten begründen. Spreche, damit ich dich sehe, sagte man ganz früher mal dazu. So, das erste haben wir. Jetzt kommt das zweite. In dem Modell haben wir hier, was ist das hier? Ungefähr gelb-grün-mäßig. Gelb-grün-mäßig haben wir die zweite Kategorie des Denkens. Organisation. Organisation heißt das besprechende Denken, das denkende Besprechen. Hier so. Besprechen, Denken und Sprechen hängt hoffentlich zusammen. Besprechen, wie wir die jetzige Wertschöpfung verbessern können. Was besprechen wir mit denen wir es besprechen? Bis hin zur Industriespionage bei einem Treffen von Berufskollegen zum Beispiel. Ich habe folgendes Problem, was würdest du machen, wie hätte ich es gemacht und so weiter. Denken und Sprechen hängt hoffentlich zusammen. Wobei es da eine leichte Überschneidung gibt. Und damit es auch fertig wird, die dritte und letzte Kategorie, die wird so dargestellt, bezieht sich auf Management, Leitung, Chefität sein, Steuern. Hier wieder so. Ja. Und da geht das, was jetzt hier sitzt, das Bedenken und Besprechen von Möglichkeiten und Grenzen der Kommunikationen, die wir brauchen, um Organisation und Umwelt überhaupt für uns nutzbar zu machen. Denn es geht ja nicht darum, was zu wissen, sondern es geht darum, Wissen in Nutzen umzusetzen und den Nutzen am Markt anzubieten und zu erwarten, dass irgendjemand dafür wohl einen Euro übrig hat. Und das meiste findet dann natürlich hier statt, wo sich alles überlagert. Trotzdem kann man es kategorisch auseinanderhalten, damit man einen klaren Kopf behält. Wenn man in Meetings zusammenkommt, ist es schön. Wenn man keine Wirkung erzielt, hätte man sich das sparen können. Wie erzielt man Wirkung? Indem die einzelnen Bedeutungen miteinander spielen, die Kommunikationen füreinander Bezugspunkte werden. Irgendeiner hält sich ans Protokoll. Die Ergebnisse, die man hat, die werden auch umgesetzt. Sie werden als verbindlich und verbindend akzeptiert. Die Akzeptanzförderung ist aber ein weites Feld. Dafür ist erstmal keine Zeit. Nun habe ich erzählt, die Wissenschaft hat das auch entdeckt, was Sie am Lagerfeuer auch schon entdeckt haben. Das ist schön. Was heißt das jetzt? Wir haben ja den Gedanken Digitalisierung, also messbare Welt, Erlebniswelt. Wir haben den Gedanken Sprechen und Denken. Wir haben den Gedanken genaues Sprechen oder analoges Denken. Und was heißt das jetzt für Zukunft gestalten? Thomas, du hast mir gesagt, bei der Vorbereitung, erzähl irgendwas mit Zukunft gestalten, das ist wichtig. So ungefähr war es doch, oder? Du hast es ein bisschen schöner gesagt, aber ja, wie kann man das jetzt umsetzen? Umsetzen, da habe ich mir längere Zeit Gedanken gemacht, bis ich ein Buch gelesen habe und dann habe ich es mir erahnt. Es gibt eine Idee von Matthew Syed und die Idee ist ganz nett, die trage ich jetzt vor. Das ist eine Black Box. Sehr analoge Darstellung, weil es gar nicht black ist. Die meisten Flugzeugschreiber sind rot, aber die wird Blackbox genannt. Blackbox habt ihr in Flugzeugen, jetzt auch zunehmend in Schiffen, die bestimmtes Transportmaterial haben. Und die nimmt während des Fluges alle möglichen Daten auf und Parameter, digital. Und wenn der Flieger fliegt, ist gut, falls es aber nicht gut ist und es gibt ernsthafte Schwierigkeiten und es kommt zum Absturz, dann sind die Erfahrungen
sehr teuer erkauft und die Menschen, die direkt prozessbeteiligt waren, sind nicht mehr zu befragen. Und fast alle wirklichen Lerneffekte in der Luftfahrt haben wir jetzt diesen Dingern zu verdanken, weil man schaut, was man an Daten retten kann. Man schaut, wo in dem Datenstrom, den man aufgenommen hat, liegt der Fehler, der zum Absturz geführt hat, und wie ist es möglich, diese Fehlerquelle zu verunmöglichen. Fast alle, nicht ganz, aber fast alle Fehler und Fehlerverbesserungen und überhaupt Erkenntnisgewinne in der Luftfahrt stammen aus solchen Ideen, was auch in der Schifffahrt jetzt kommt. Und wie kann man das jetzt wohl brauchen? Und da sagt der Matthew Sayed, genauso machst du es bitte auch. Lern aus deinen Fehlern, bau dir eine Blackbox. Und angefangen habe ich, diese Idee umzusetzen damals mit nicht digitalen Mitteln. Und dann sagen, ist ja gelb. Sag ich, ja, okay, Blackbox sind eh nicht black, also können sie auch yellow sein. Okay. Und dann nehme ich mein Fremdhirn sozusagen und bevor ich eine wirklich wichtige Entscheidung mache, notiere ich mir handschriftliche Notizen sind kondensiertes Denken. Das haftet noch einmal ganz anders als alles andere. Ich notiere, wie ich mich entscheiden möchte, warum, wozu, mit welchen Erwartungen, mit welchen Restriktionen, mit welchen erwarteten Konsequenzen, mit welchen Erfolgsbedingungen und unbedingt mit welchen Erfolgsindikatoren möchte ich hinterher schauen, ob das erfolgreich war oder zu doof. Und das mache ich schön mit Radiergummi und mit Bleistift oder auch ohne Radiergummi mit Durchstreichen. Und das mache ich so lange, bis ich klar im Kopf bin. Das kann man auch zu zweit oder zu fünft machen, aber allein anfangen ist schon mal gut. Und dann gehe ich in die Situation rein, handle so, wie ich jetzt begründet vorhatte und hoffe das Beste. Und für den Fall, dass ich hinterher sagen muss, ich bin Überlebender eines Absturzes, dann schaue ich mir meine Blackbox an. Und schaue, was habe ich erwartet, was nicht eingetreten ist. Was ist eingetreten, was ich nicht erwartet habe? Was ist grundsätzlich voll daneben gegangen? Und was hat mich am meisten überrascht? Und dann schaue ich und schreibe in einer anderen Tintenfarbe was dazu und mache mir ein Bildnis, nicht vom Lagerfeuer, sondern von meinen eigenen Gedanken. Was ich also mache ist, ich nehme einen manuellen Flugschreiber und unterstütze das, was Menschen sowieso machen. Ich mache sowas hier. Ich lerne am lebenden Objekt. Das Objekt bin ich. Erfahrungen werden sowieso lebenslaufmäßig abgespeichert. Die Biografie von Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Erfahrungen im Hirn verankern und welchen Beigeschmack das hat. Ist zu gut, zu schnell, zu langsam, zu doof, zu toll, zu diagonal, zu kostspielig. Seien Sie Ihr eigener Blackbox-Apparat. Das wäre schön. Muss nicht digital sein. Analog hilft sehr. Kann man im Fahrstuhl machen. Man kann gut radieren. Und wenn man sich ärgert, kann man das Radiergummi auch irgendwo hinschmeißen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es ist haptisch, es ist neuronal gut vernetzt, es ist sehr personenbezogen, also abschreiben nützt auch nichts. Die Handschrift ist meistens so, dass der Nachbar das eh nicht lesen kann, es ist also hackergeschützt. Ist es analog? So, jetzt habe ich ein bisschen was erzählt über analoge Kommunikation und wir haben die Zeit auch ein bisschen überschritten und ich werde die Zeit wieder ein bisschen einholen und ich sehe das Funkeln in gewissen Augen, das macht mir auch Spaß. Jetzt werden Sie sagen, ja, es ist alles ganz schön und ganz gut und du hast gesagt, Organisationen, ja, Kommunikationen, irgendwie denken und, ja, und Wirkung erzielen und ja. Es ist schön, wenn Ihre Gedanken jetzt ein bisschen verrückt spielen, super, weil wenn wir nachher Coffee Break machen, werden sich die Gedanken schon ordnen und ehe Sie sich's versehen, werden Sie was gelernt haben. Also, Sie werden eine andere Ordnung im Kopf haben. Analoge Kommunikation kann das. Bei digitaler Kommunikation messen Sie einen Wärmewert. Hier haben Sie einen Erkenntniswert, weil es eben analog ist. Und was ist jetzt mein Tipp für Sie, wenn Sie in Ihre Betriebe reingehen oder die Betriebe, für die Sie schaffen? Was kann man tun?
richten Sie eine freie Zone ein. Für freies Denken, für ununterbrechbares Denken. Man weiß, dass wenn Sie hirnen und dann einmal Telefon klingelt oder es piepst oder irgendjemand kommt rein, zack, brauchen Sie wieder minutenlang, um überhaupt den alten Stand zu haben. Und wenn Sie das den ganzen Tag machen, werden Sie wahnsinnig, was ich Ihnen nicht wünsche. Machen Sie es möglich, ein ununterbrechbares Denken können. Machen Sie eine sozusagen handyfreie Zone, das kann zum Beispiel eine Zeitzone sein, Stündchen in der Woche, oder es kann ein Raum sein. Wenn Sie es dann durch Denken und Schätzen und Lieben gelernt haben werden, dann werden Sie darauf kommen, das ist die Hälfte der Miete, denn eigentlich brauche ich einen Raum zum Denken, zum Malen, zum sich aufregen, zum blaue Striche am Daumen bekommen, um Erfahrungen zu machen, die dann auch haften. Und wenn Sie mit anderen zusammen das machen könnten, dann machen Sie sogar Innovationen, und zwar ehe Sie sich versehen. Das Mathematische kann man auch hinterher noch schieben. Wenn Sie bedenken auch, selbst die Architekten sind jetzt drauf gekommen, in der Ausbildung nicht mehr so viel mit Konstruktionssoftware zu machen, sondern zeichnen lernen. Ja, warum wohl? Markus, ich weiß, du stehst total auf Excel und Zahlen, das ist super. Und im St. Gallen Managementmodell sind auch viele Zahlen, Seitenzahlen und so, ja, das ist wirklich super. Aber wenn ich etwas wirklich machen möchte, dann gehe ich da durch die Wand. Und wenn es zu teuer wird, dann ist es zwar doof, aber ich habe Spaß gehabt. Und wie wollen Sie miteinander denken? Das haben Sie ja auch gesagt. Wenn keiner Spaß hat und alle sich fürchten, ist das total innovativ, und zwar im Minusbereich. Also, meine Damen, meine Herren, Topfolie. Sie können analog kommunizieren. Ich weiß es, Sie sind ja nicht digital zugeschaltet. Sie machen keine Likes oder so. Vielleicht machen Sie gleich eine andere Art von Feedback analog. Ich werde es beobachten. Sie können drüber nachdenken, und ich bitte Sie, Folgendes zu tun. Schnappen Sie sich ein Digitalapparat, vielleicht Handy oder so, Mobile heißt es ja, und fotografieren Sie das. Und morgen gucken Sie dieses Foto an und dann beobachten Sie mal Ihre Gedanken. Ich bin sicher, Sie werden überrascht sein. Kurz und gut, ich fand mich gut. Wie fanden Sie es? Thank you.